Und sag mal, Bernie, das war ja ein enorm großes Jahr für dich. Du hast das ganze Jahr begleitet seit der Eröffnung. Es sind so viele Veränderungen gewesen. Praktisch jeden Monat neue Attraktionen. Schlaucht es nicht auch ein bisschen? Macht es sich ein bisschen fertig? Ja, selbstverständlich. Es schlaucht. Der Körper weiß manchmal nicht mehr, ob wir 12 haben oder nicht. Ne? Aber mein Vater hat immer gesagt, der Tag hat 24 Stunden und wenn die nicht reichen, dann sollte man die Nacht noch dazu nehmen. Ne? Ja, das kann man ja mal machen. Ne? Okay. Hey Bernie, aber da waren jetzt schon ganz viele Wechsel der Gerätschaften, natürlich, klar. Aber es gibt wahrscheinlich noch einen wesentlichen Punkt, der wesentlich wichtiger ist, nämlich die Sauberkeit und die Ordnung. Da ist ja wohl was hergestellt hier mittlerweile. Ja, da möchte ich eins zu sagen. Also wir waren sehr bemüht, diesen Image hier wieder zu verbessern. Denn mit der Sauberkeit hatten die Vorbesitzer es nicht so genau genommen. Wir versuchen, unser Bestes zu geben. Leider können wir es nicht allen recht machen, aber wir sind auch nur Menschen. Und die Wärme ist ja mittlerweile auch eine ganz andere hier. Ja, selbstverständlich. Wir haben Heizöl genug. Solange wie Deutschland noch Heizöl liefern kann, wird es auch warm hier drin sein. Oh, das ist super. Bernie, jetzt sag mal, im letzten Jahr, ne, der Außenbereich, der wurde eröffnet und es gab ja so einige Überraschungen für die Gäste. So eine Badelandschaft, eine ganz große und andere Events. Was erwartet die Leute denn jetzt in 2012 mit der Eröffnung? Natürlich, unsere Badelandschaft ist wieder mit dabei. Das war ja der Knüller letztes Jahr. Ja? Aber in diesem Jahr haben wir einen super Knüller und zwar unsere UFOs, die aus dem Weltall hier in Ratzfatz gelandet sind. Die sind beweglich nach allen Seiten und das ist Spaß für groß und klein. Selbstverständlich haben wir auch noch Kinderkarussell und Kettenflieger dabei. Und nicht ganz zuletzt unsere Ponys nicht zu vergessen. Die Hasen hatten wir letztes Jahr schon und jetzt haben wir auch noch Ponys dabei, wo die Kinder die mal füttern können und streicheln können. Ne? Tierisches Vergnügen also. Ja, genau, richtig. So soll es sein. Ne?